Und sie hatte auch, wie gesagt, diese kleine Adlibs eingebaut. Riff. Ein Riff. Das war ein Riff. Und das zeugt eigentlich davon, dass jemand hier schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Weil ein Riff für Nichtsänger ist meistens immer schwierig. Ey, bin ich hier am Stottern oder was geht? Also, das ist doch nicht normal, oder? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Heute gibt es ein Analysevideo. Ich bin heute mal nicht in meinem Studio. Es ist also nicht ein gewohnter Background für euch. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, das möchte ich nicht verpassen, denn Katja Krasavice hat ein neues Video rausgebracht. Und ihr wisst, wir haben bereits schon mehrere Analysen zu ihrem Video gemacht. Wer natürlich die anderen Analysen alle sehen will, der schaut am besten mal in die Katja Krasavice Playlist rein. Dort habe ich das alles mal so ein bisschen runtergebrochen, was dort eigentlich gesanglich passiert. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, sie macht einen phänomenal geilen Job. Denn ich finde, sie hat sich stimmlich extrem weiterentwickelt und man sieht, da ist auf jeden Fall Arbeit dahinter. Diese Arbeit ist mir schon bei Ich sehe aufgefallen und ich möchte heute auch nochmal auf das Video eingehen. Und wir picken uns jetzt heute mal so ein paar Passagen raus. Und ja, lass uns dann mal direkt loslegen. 200 km/h, ich zieh an dir vorbei. Keine Zeit, ich mache Money. 200 km/h, ich zieh an dir vorbei. Hier können wir schon mal im Chorus sehen, dass das Ganze richtig schön melodisch gebunden ist. Sie ist auch von der Stimme auf jeden Fall, ich würde jetzt mal sagen, Mezzo. Weil es ist schon relativ hoch. Der Chorus ist hoch. Für einige wäre es bereits schon die Kopfstimme. Aber hier haben wir immer noch Bruststimme. Mit ganz viel so höheren Resonanzen aus der Kopfstimme. Gerade zum Ende hin. Das Ganze ist auf jeden Fall sehr melodisch. Und nicht so staccatoartig, kurz und knackig. Sondern es ist melodisch ausgesungen. Und daran könnt ihr eigentlich also auch sehen, in dem Moment, wo Sachen ausgesungen sind, da ist auf jeden Fall mehr Arbeit dahinter. Es gibt immer so eine Regel für Nichtsänger, besser nicht aussingen, kurz und knackig halten, nur die Töne anschneiden, ansingen, aber nicht aussingen. Denn da läuft man eher Gefahr, wenn man die Töne aussingt, dass man dann den Ton nicht mehr halten kann und dass es flat klingt oder off-pitch oder auch nicht richtig stabil. Das ist häufig so der Fall, gerade bei Nichtsängern. Aber hier sieht man auch, dass ich das richtig schön, also ich finde es super, super schön und das habe ich auch schon in ihrer letzten Single gemerkt, dass es jetzt viel melodischer klingt und nicht nur durchgerappt. Hab alles schon gesehen, schon gehört, ist schon okay, du kannst jetzt gehen, ey, was denkst du, wer du bist? Was jetzt kommt, ist halt so ein bisschen mehr staccato-artig. Schon gesehen, viel gehört, schon okay. Und das ist im Abgang hauchig, aber auch kopfstimmlastiger. Das heißt, wir sind in so einem leichten Mix jetzt hier. Du siehst mich jeden Tag auf deiner Timeline. Du fuckst mich ab, Junge, bye bye. Und du siehst mich jeden Tag auf deiner Timeline. Das Ganze ist auch so ein bisschen soft. Also es ist halt der Musik angepasst. Es ist ganz wichtig, dass es hier nicht aggressiv durchgerappt wird. Weil in dem Moment, wo das Ganze ein bisschen aggressiver ist, schließen sich die Stimmbänder auch mehr. Es ist dann nicht so hauchig. Der Kehlkopf ist nach vorn gekippt. Der Klang kann sich auch durchaus verändern mit dem Gefühl, was man reinbringt. Was heißt durchaus? Es verändert sich so. Also auch von der Lautstärke. Tada. Schon okay. Schon okay. Und was ich auch ganz schön finde im Vergleich zu allerersten Doggy Style, das Ganze ist halt nicht gestöhnt gerappt, ja, sondern es ist wirklich durchgerappt. Es ist einfach nur sehr schön ausgesprochen, sehr schön, also in der Klangfarbe. Natürlich, klar, Autotune, aber wir lassen das jetzt mal ganz kurz weg. Klar, ist immer sowas auch dabei, es ist ja auch keine Frage. Heute ist es unumgänglich, aber man kann, wenn man sich Doggy Style anguckt, dann merkt man, das erste war so ein bisschen mehr gestöhnt gerappt. Alles schon gesehen, schon gehört. Ist schon okay, du kannst jetzt gehen, ey. Das mit uns hat nichts mehr zu bedeuten. Deine Liebe war von Anfang an geheuchelt. Also was hier auch nochmal auffällt ist, das Ganze ist einfach viel bequemer auch durchgerappt in der Tonlage. Das heißt, der Chorus ist ein bisschen höher ausgesungen, aber hier hat sie eine bequeme Tonlage, wo der Klang auch einfach rüberkommt. Wir sagen ja dazu immer Sweet Spot. Und das ist jetzt hier ihr Sweet Spot. Also sie rappt es auch nicht einen Tick höher oder einen Halbton höher.
Nein, genau da, wo es auch gut klingt. Das ist halt extrem wichtig. Weil wenn ich als Alto jetzt, als tiefstes weibliche Register jetzt rappen würde, in einer Shireen David-Tonlage, dann würde sich der Sound auch verändern. Und dazu habe ich ja auch ein Video gemacht, ein Tutorial, wie man die Single rappt und auch eine Analyse gemacht und habe das auch selber mal gezeigt. Ey, bin ich hier am Stottern oder was geht? Also, das ist ja nicht normal, oder? Ja, und ich würde jetzt ganz gerne mal zu ihrer anderen Single gehen, weil im Großen und Ganzen verändert sich jetzt auch nicht so viel. Das Ganze bleibt jetzt auch erstmal so von dem Gesang, weil früher hat die Katja viel mehr Vocal Fry benutzt. Da würde ich euch empfehlen, mal in die anderen Videos zu gehen. Wie gesagt, es war viel gestöhnter, der Kehlkopf war viel mehr gekippter für dieses Stöhnen und es war halt auch einfach viel mehr Vocal Fry mit dabei, ja. Und hier merkt man aber auch einfach diesen gesanglichen Fortschritt. Wir gehen jetzt mal rein in Ich sehe. Und gucken uns da mal ein paar Stellen rein. Übrigens, ich sehe, fand ich mega geil. Ich sehe das, was du nicht sehen kannst. Ihr seid geblendet, yeah. Und da hat sie auch ein paar Adlibs eingebaut. Gerade ganz am Anfang. Hört mal da einmal kurz rein. Was du nicht sehen kannst. Ihr seid geblendet, yeah. Ich fühl das, was du nicht fühlst. Von dem plötzlich Gewitter. Steig in Maybach bei Nacht und komm nicht klar. Steig in Maybach bei Nacht und komm nicht klar. Das ist alles gesungen. Das ist hier nicht gerappt. Das ist alles gesungen jetzt tatsächlich. Und sogar richtig schön gesungen, ja. Ich bleib allein, bevor ich so viel besitzt hab. Und das ist mir auch aufgefallen, dass sie zum Ende hin gern die Sachen aussoftet. Nicht unbedingt haucht, sondern aussoftet. Das heißt, das Volumen reduziert und einfach nicht mehr so klar aussingt, sondern es ist da so eine kleine Mischung. Ja? Was schön ist, was das Ganze natürlich auch, weil es ist ja eine Geschichte, die sie erzählt und es würde vielleicht auch gar keinen Sinn machen, wenn sie da halt einfach durchpowert. Ne? Einfach vom Storytelling. Weil du nicht fühlst, was ich gerade fühle. Weil du nicht fühlst, was ich gerade fühle. Weil du nicht fühlst, was ich gerade fühle. Super hoch. Also für mich ist es total grenzwertig in der Höhe. Ihr hört ja schon an meiner Sprechstimme, dass ich eher in der tieferen Region bin. Aber super. Das war auch, auch kopflastiger, sage ich jetzt mal. Also kopflastig im Sinne von Resonanz. Nicht im Sinne von den Kopf, die Kopfstimme jetzt benutzt. Ja. Weil sie könnte ja auch singen, was ich fühle, was ich gerade fühle. Das macht sie aber nicht, ja. Steh auf der Bühne und ich an dem Baba. Und da ist jetzt immer noch, bei ihr ist es halt immer noch Bruststimme. Weil sie auch einfach sich in einem anderen Register bewegt. Und das ist Kopfstimme gewesen. Ist, ich hab zu viel verloren. Ja, also da war sie in den ersten drei Tönen oder den ersten drei Wörtern auf Kopfstimme und ist dann übergegangen in die Bruststimme. Sehr geil, super Koordination hier. Ja, hier haben wir hier ein bisschen mehr Kopfstimme mit dabei. Es ist auch von der Dynamik anders, von der ersten Strophe zu dem Übergang in den Chorus, dann der Chorus. Also es ist dynamisch schon ganz anders aufgebaut und zwar eben nicht auch, es ist auch eben nicht gerappt, sondern es ist tatsächlich ausgesungen. Und das war auch so der Moment, wo ich gesagt habe und gedacht habe, klasse, das finde ich super gut. Und es hört sich auch so an, als ob sie da nicht alleine war, sondern dass ihr da auch jemand vielleicht eventuell Coaching-Stunden gegeben hat. Und das ist auch nur richtig und auch gut so, weil man will sich ja auch weiterentwickeln und professioneller werden. Und sie hatte auch, wie gesagt, diese kleinen kleine Adlibs eingebaut. Riff. Ein Riff. Das war ein Riff. Und das zeugt eigentlich davon, dass jemand hier schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Weil ein Riff für Nichtsänger ist meistens immer schwierig. Ja, wir kommen jetzt mal zum Ende. Heute war es ein bisschen kurz und knackig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut doch mal in die anderen Videos rein, in die Katja-Playlist. Und ja, ich freue mich auf euch, wünsche euch eine wundervolle Vorweihnachtszeit und trotzdem, dass alles gut läuft bei euch, trotz Lockdown und ihr weiterhin fleißig üben könnt. So, es ist euer Coach Tanja Levy und ich sehe euch in meinem nächsten Video.